Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Video von mir. Mein Name ist Bottom Reaper, ihr seid bei Get to the Keyboard. Das hier ist die nächste Episode von Bottom Reaper Failed im Guild Wars 2 PvP. Wie ihr sehen könnt, sind wir endlich mal in-game. Ich kommentiere das Ganze hier nach. Ich verspreche, das wird die letzte passive Episode sein. Den nächsten werde ich dann live kommentieren. Diese Episode steht ganz im Zeichen von Sicherheitstraining. Ihr kennt es alle. Niemand will, dass das Haus brennt, aber falls es mal in Flammen steht, möchte man doch wissen, wie man sich da verhalten muss und was passieren sollte, wie man sich verhalten sollte, was die nötigen Schritte sind. Deswegen, und das mache ich bei jedem Spiel, das mache ich bei StarCraft 2, bei Warcraft 3, bei all den Kampfspielen und natürlich auch jetzt bei jedem MMO im PvP, ich baue einen Tag lang nur Scheiß. Das heißt, ich laufe in Gegnerhorden rein, ich versuche alleine zu gehen, ich versuche einfach zu verstehen, wie mein Charakter sich verhält, falls er in einer schwierigen Situation ist. Ihr seht, ich mache komplett Scheiße, ich nehme einfach nur gerade alleine Punkte ein, um zu wissen, wie das funktioniert. Das Ganze macht jetzt relativ wenig Sinn, zu sagen, hey, wieso ruiniert denn das Spiel für andere? Naja, ich habe das nicht einen ganzen Tag lang gemacht, ich habe das 2 Spiele lang gemacht. Ich wollte einfach nur, dass ihr versteht, wieso ich das mache und euch vielleicht dann selbst einen Tipp geben, weil vielleicht hilft euch ja diese Art und Weise zu denken, dieser Gedankengang, wie auch immer. Denn ich denke, es ist so, jeder versteht, dass man mit einem Dieb oder mit jedem anderen Schein Guild Wars 2 nicht in 20 Gegner reinspringen darf. Das versteht jeder, das ist jedem klar. Aber was passiert, wenn man zum Beispiel in 3 Gegner reinrennt? Das passiert dann. Jeder weiß, man ist tot, aber wie schnell? Wie lang kann man sich in dem Kampf halten? Oder was für Fähigkeiten kann man zünden, damit der Kampf länger läuft? Damit die Verbündeten eine Chance haben zu kommen, einen noch zu erreichen und einem zu helfen? Wie muss man sich da verhalten? Was passiert, wenn das braune Zeug in den Ventilator fliegt? Wie kann man verhindern, dass man es nicht in die Fresse bekommt? Oder falls man es ins Gesicht schon bekommt, das braune Zeug, dass man es wenigstens nicht runterschluckt. Es ist auf jeden Fall so eine Art Gratwanderung. Ich versuche ja Punkte einzunehmen. Ich verderbe den anderen nicht sehr stark das Spiel. Aber ich versuche durchaus ein ganz klein bisschen Scheiße zu bauen, um einfach zu verstehen, was abgehen kann. Also ihr seht es gerade, ich lege mich hier mit dem an. Ich spiele nicht optimal. Ich wollte hier einmal kurz sehen, ob meine Skillung aufgeht. Und ich habe gemerkt, der macht scheiße Damage an mir. Aber egal. Auf jeden Fall, meine Skillung geht ansatzweise auf. Ich war ein bisschen übermotiviert, aber darum geht es jetzt nicht. Auf jeden Fall empfehle ich das jedem einmal so ein, zwei Mal im PvP Scheiße zu bauen. Also abseits von anderen zu gehen, einfach nur in Gegnerhorden reinzulaufen, schauen, was passiert. Werden wir auch gleich sehen. Ich mach relativ viel Scheiße in der Spiel. Wir haben jetzt einmal mehr gesehen, dass meine Skillung voll und ganz aufgeht. Also ich habe den Typen wie in Sekunden zerstört. Das wollte ich nochmal nachgucken. Denn ich war mir unsicher, ob das tatsächlich klappt. Und wie gesagt, ich verspreche euch, das wird die letzte nachkommentierte Folge sein. Den nächsten Folgen werde ich dann selbstständig umherlaufen. Und selbstständig, also sagen, wieso ich was mache, wann ich was sage, wieso ich die Aktion mache, die ich sie mache. Aber ich dachte, vielleicht könnte diese Episode interessant sein für euch, das mal zu sehen und vielleicht mal diesen Gedankengang nachzuvollziehen, wieso ich das tue. Wir werden gleich einige Szenen sehen, wo ich tatsächlich mit Absicht oder mehr oder weniger mit Glück, aber ich habe schon nach dem Grüppchen von Gegnern akribisch gesucht, wo ich in die reinlaufe und wo ich versuche, wieder wegzukommen von denen, einfach nur, um zu verstehen, wie man sich da verhalten sollte oder was passiert. Wie gesagt, das ist genauso wie beim ADAC-Sicherheitstraining. Jeder weiß, man sollte mit 50 Sachen nicht das Lenkrad steil nach links drehen, aber was passiert, wenn man es macht? Gibt es irgendeine Möglichkeit, das Auto noch zu kontrollieren? Gibt es irgendeine Möglichkeit, dazu zu entkommen? Oder ist man tot? Natürlich gibt es eine Möglichkeit, zu entkommen, sonst wäre es nicht beim ADAC-Sicherheitstraining. Hier ist eine von diesen Stellen, die ich gesagt habe. Was passiert? Kann ich vielleicht noch einen ausschalten? Das war das Erste, was ich probiert habe. Ist es möglich, dass ich zum Beispiel einen Char ausschalte? Funktioniert nicht. Kann ich entkommen? Funktioniert das vielleicht?
Werden die mich weiterhin verfolgen? Welche Möglichkeit habe ich, Schaden auszuteilen? Ich wollte diese ganzen Sachen wissen, denn falls man zum Beispiel vor drei Leuten steht, hat man die Möglichkeit. Laufe ich weg wie eine Pussy und schaffe es vielleicht zu entkommen? Oder mache ich vielleicht Schaden an meinem Gegner? Sage, okay, gut, ich bin sowieso tot, ich nehme euch noch mit, Motherfuckers. Vielleicht nicht mit dem letzten, das wäre dann, falls ich Hip-Hop hören würde, aber ich stehe auf Musik. Das heißt also, schauen, wie man sich verhält, was für Zeitcluster hat man. In welchem Zeitraum und in welcher Gruppengröße ist es noch sinnvoll, sich zu wehren? Also vielleicht kann man noch einen mitziehen in den Tod. Und ab welchem Zeitpunkt, ab welcher Größe des Gegnerteams kann man sagen, okay, ich bin hier weg, ciao Jungs, ihr werdet mich nicht mehr wiedersehen. Und ich finde, das sind immer sehr interessante Fragen, die man auf jeden Fall sich beantworten sollte. Egal, ob man gut ist oder nicht gut ist, egal auf welchem Skillniveau man sich befindet. Man sollte immer wissen, wie der Char sich verhält oder was man machen muss, falls man komplett am Arsch ist. Ja, verstehe mich nicht falsch, es macht mir auch nicht viel Spaß, hier drauf zu gehen, also das ist jetzt auch nicht gerade die Erfüllung meiner Träume, dass ich denke, wow, yo, endlich mal wieder sterben, hey, yeah. Aber wie gesagt, ich finde, dass man das machen muss. Das könnte ich genauso vorstellen wie mit StarCraft 2, dass ich immer sage, anstatt euch englische Strategie von Anfang an durchzulernen, geht einfach mal in Multiplayer rein, kassiert ein paar Mal aufs Maul, aber versteht die gegnerischen Einheiten, wisst, was die Einheiten können. Ihr seht, das hier zum Beispiel, einfach nur um zu schauen, wie viel macht tatsächlich mein Wirbel oder kann ich in dem Wirbel entkommen. Der hat sehr viel Schaden gemacht, also das habe ich gut gefunden, aber doch nicht so viel, dass ich denken könnte, yo, der würde mich retten. Dann zweite Frage, wie weit kann ich mich wegteleportieren? Kann ich entkommen, wenn ich auf dem Boden liege? Nein, kann ich nicht. Das heißt, solche Dinge muss ich wissen, wenn ich das nächste Mal, falls ich dann in Anführungsstrichen vernünftig spiele, vor drei Gegner konfrontiert bin oder vor vier. Soll ich meinen Dolch Wirbel zünden? Ja, sollte ich wahrscheinlich, der macht gut Schaden. Kann ich dann entkommen? Nein. Das heißt, ich muss von Anfang an den Schuss fassen, ich will nicht entkommen, ich will Schaden machen, ich kann nicht entkommen. Das muss ich aber wissen. Wie soll ich das wissen? Das passiert natürlich irgendwann natürlich, ja. Aber das ist dann so viel Trial and Error und das geht über so viele Spiele hinweg, dass es doch viel sinnvoller wäre, einfach mal ein, zwei Games komplett scheiße zu bauen. Denke ich zumindest. Ihr könnt mir gerne schreiben, was ihr davon haltet. Ob ihr das für eine gute oder eine bescheuerte Idee haltet. Was ist euer Standpunkt daran? Wie lernt ihr sozusagen, also euren Char kennen? Was der aushalten kann, was der austeilen kann? Wie fangt ihr an, das zu spielen? Macht ihr das Learning by Doing? Nach dem Motto, ja, ich zock einfach mal schauen, was passiert. Oder, das war übrigens totaler Fail jetzt von mir. Das war sau blöd, ich kam nicht an den Rand. Also dieser Tod war komplett ungeplant, das gebe ich auch zu. Das war komplett ungeplant, ich wollte den Typen eigentlich töten, aber zumindest gemerkt, dass in Guild Wars 2 es den Leuten wichtiger ist, einen Punkt einzunehmen, als mich zu töten. Also, wie gesagt, in diesem Sinne, ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Ansonsten, Jungs, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.